Herzlich willkommen zu Florian Homm spricht Klartext auf YouTube. Heute echt prickelnd für mich auch diese Analyse. Zinsschock, Zinsen steigen, der Vorbote für einen Crash. Hören Sie genau zu. Wer etwas global analysiert, da haben wir 5 Leute in unserem Research-Team, dann sieht man, dass in China bereits die Schrottanleihen, die Verzinsung ist von ungefähr 5,5 auf über 11% gestiegen, nur dieses Jahr. Die italienischen Zinsen sind von 1,5 Richtung 3 plus gestiegen bei den Staatsanleihen. Wir haben 24% Inflation in der Türkei, wir haben einen kompletten Währungscrash in Argentinien, Kolumbien wackelt, Venezuela sowieso und natürlich auch in einigen der kleineren, ja, aber wichtigeren Länder in Asien sieht es auch nicht so rosig aus. Warum ist das wichtig? Weil diese Länder haben sich seit der EZB und Federal Reserve Geldschwemme haben sich massiv in US-Dollar verschuldet, natürlich auch gewissermaßen in Euro. Jetzt können sie diese Schulden nicht mehr richtig bedienen und kriegen auch kein neues Kapital. Diese Systematik ist aber nicht nur eine reine Schwellenländer-Systematik, es ist auch eine China-Systematik. Und wenn man die Schwellenländer zusammennimmt als Marktmacht, reden wir über 30% der Weltwirtschaftsleistung. Dazu kommt noch der Konflikt USA und China. Das sind die zwei wichtigsten Wirtschaftsnationen. Die bekriegen sich. Das ist nicht so wichtig wie die Finanzierungen, die jetzt anstehen. Aber nicht nur in den Schwellenländern und China, sondern auch in den USA. Da liegt nämlich der Haushaltsdefizit bei sage und schreibe 5% der Wirtschaftsleistung. Noch schlechter als Italien und Griechenland. Ist das überhaupt möglich? Ja, es ist möglich, denn steigende Haushaltsdefizite kollabieren zurzeit mit einer Zentralbank, die ihre Bilanz verschlankt. Die kaufen gar keine Anleihen mehr dazu. Die bauen ihre Anleihepositionen ab. Das spricht für höhere Zinsen. Und kann es zu einem Zinsschock führen? Natürlich kann es zu einem Zinsschock führen. Denn die Handelskriege an sich haben keinen so großen direkten Effekt. Das wird ihnen kommuniziert. Aber einer der besten Ökonomen, Analysten und Unternehmer in diesem Finanzbereich der Welt, David Stockman, ehemals Budget Director unter Reagan und Gründer von BlackRock, der größten Vermögensverwaltung der Welt, sagt, der Inflationseffekt ist ungefähr so, als würde der Barrelpreis für Öl um 20 bis 30 Dollar steigen. Das ist ein ernstzunehmender Effekt, wenn diese Sanktionen weitergeführt werden und auch noch expandiert werden. Zinsschock ist eine ernste Sache. Und es gibt nicht nur bei uns in Europa notleidende Kredite von 1 Billion und Tage-2-Salden, also so Forderungen, die wir gegen Spanien oder Italien haben, die nicht unbedingt bezahlt werden. Auch in Amerika liegt die Summe der Zombie-Kredite bei 1,3 Billionen und in Asien bei auch ungefähr 1 Billion. Das ist schon mehr als die Schrottkredite, die man im Immobilienbereich gesehen hatte im Jahr 2007. Das sind richtige Dimensionen und wir schließen nicht aus, dass es nicht zu einem Zinsschock kommt, weil bei einer gleichbleibenden Nachfrage von Anleihen wird die EZB nicht mehr ab Ende des Jahres am Spieltisch sitzen und diese einfach wild west massiv akkumulieren. Die Amerikaner bauen ihre Position ab, anstatt aufzubauen oder auf demselben Niveau zu halten. Das heißt, die wichtigsten 2 Käufer verschwinden vom Anleihemarkt. Wir glauben nicht, dass dieses Szenario abgebildet ist in den aktuellen Börsenkursen. Auch in Amerika nicht. Denn obwohl die Steuerreform zu einer wundersamen Wirtschaftsexpansion führt, verbluffen die Effekte im nächsten Jahr. Aber was hat man denn dann?
wahrscheinlich höhere Zinskosten, man hat ohnehin schon höhere, wesentlich höhere Ölkosten und 30% der Gewinne der großen amerikanischen Gesellschaften werden nicht in Amerika, sondern im Ausland erwirtschaftet und da schwächelt es schon ganz schön. Abschließend, ganz wichtig, wir stellen natürlich in unserem Börsenbrief, dem Florian Homme Long Short Börsenbrief, identifizieren wir gerade die 220 größten Unternehmen, analysieren, welche am meisten fallen würden bei steigenden Zinsen oder einer Börsenkorrektur oder einem Crash, die wenigen Werte, die solche Sachen relativ gut überstehen. Das Bild, was sich da ergibt, ist wirklich hässlich. Und ich möchte auch noch sagen zu dem Thema Börsencrash, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, aber Firmeninsider in den USA hatten, seit diese Daten erfasst wurden im Jahr 2004, noch nie so viele Aktien verkauft und so wenige gekauft. Und wollen Sie wirklich gegen die Börseninsider wetten oder gegen Superstars wie zum Beispiel Stan Druckenmiller, der 30 Jahre lang beste Performance gemacht hat, der in den Crashjahren 2000, 2002 richtig verdient hat, der 2008, 2009 richtig mit seinen Anlagen gelegen hat. Der Mann ist neutral oder leicht short. Denken Sie drüber nach. Zinsschock equals oder ist gleichzeitig Börsenschock. Das kann man nicht ausschließen. Bereiten Sie sich vor. Wir bedanken uns ganz herzlich immer für Kommentare von Ihnen, von euch. Ja, und verbleiben mit, ja, alles Gute in einer, sagen wir mal, schwierigen Marktlage. Aber eine schwierige Marktlage muss keinesfalls bedeuten, dass Sie nicht von einer Krise profitieren sollten oder dürfen. Alles Gute, euer, ihr Florian Homme und tschüss.